Also wenn zum Beispiel Karajan mit uns im Flugzeug saß, wussten wir, dass wir gut ankommen und nicht runterfallen werden vom Himmel. Er hatte ein Charisma, dass man sagt, da kann nichts passieren, der Karajan ist ja da. Sehr geehrte Frau Ludwig, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Was fällt Ihnen so, es ist immer meine schöne Frage zum Anfang, was fällt Ihnen als erstes ein als Anekdote über Karajan? Also erstens mache ich das gerne, dass ich über Karajan rede, weil ich habe ihm so wahnsinnig viel zu verdanken, weil ich habe ja durch ihn, ich hatte immer gute Lehrer, aber er war ein besonders guter Lehrer als Dirigent, weil er hat darauf Acht gegeben, dass die Schönheit der Phrasierung, dass man das empfindet. Er hat zum Beispiel gesagt, wir Sänger sollen hören auf das Orchester, die Wiener Philharmoniker, und die Wiener Philharmoniker müssen so spielen, wie wir singen. Also diese Homogenität ist das, was Karajan mir beigebracht hat. Und das ist was Wunderbares, dass man die Musik durch den Klang verstehen gelernt hat. Ich meine, ich habe andere, Bernstein und Böhm gehabt auch, die mir viel beigebracht haben, aber er war derjenige für die Schönheit. Ja. Und das ist was Wunderbares gewesen, das muss ich sagen. Naja, sonst, ich meine, Karajan wird oft verschrien, dass er so arrogant war oder so. Und ich glaube, er war es nicht, er war ein scheuer Mensch. Jeder, der ihn gesehen hat oder wenn er einen guten Tag gesagt hat, der wollte was von ihm. Können Sie mir helfen oder können Sie mich empfehlen oder irgendetwas? Ist doch schrecklich. Wenn einer eine große Stellung hat, geht man eigentlich immer nur zu dem Direktor oder so hin, um was zu wollen. Ich finde das furchtbar. Arme Menschen. Ja. Und ich weiß noch, in Salzburg, das war sehr nett, da war immer ein roter Teppich gelegt zu seinem Büro, nicht wahr? War der einzige rote Teppich bei den Salzburger Festspielen und das war der Chef. Dann hieß es, da standen schon draußen, die Adjutanten standen schon auf der Straße. Und wenn eben das Auto vom Karajan kam, er hatte damals den Mercedes mit den Flügeltüren, ja, war toll, war toll. Und wenn er von Ferne schon kam, durch das Neutor gefahren, dann ging es wie ein Lauffeuer, wie so eine Eimerkette. Der Chef, der Chef, der Chef, der Chef, bis er dann ausgestiegen ist, der Chef, ja, und dann über den roten Teppich dann ankam. Das waren immer schon tolle Inszenierungen und das war schön, ja, gehörte dazu. Sie haben mir erzählt, Sie haben ihn schon mit frühen Kindesalter getroffen. Ja, ich war 6 Jahre alt, also meine Eltern waren, mein Vater war Wiener und meine Mutter und mein Vater und er, die waren alle zusammen engagiert in Aachen am Theater. Mhm. Und er war damals der jüngste Generalmusikdirektor, 27 Jahre, den es gab. Und wir haben zu Hause österreichisch gekocht und dann kam er zu uns zum Abendbrot. Und ich musste als 6-jähriges Kind einen Knicks machen, mich schön anziehen, einen Knicks machen, guten Abend sagen und wieder zurück ins Bett. Und ich habe mich furchtbar geärgert über das schon, ich habe mich geniert und ich habe meinem Sohn so etwas nie, der durfte sowas nie machen, nein, ich finde das schrecklich. Nein, also meine Mutter erzählt noch, die hatten manchmal so Abstecher in andere Städte von Aachen, ja. Karajan hatte schon sein eigenes Auto und die anderen hatten alle noch kein eigenes Auto. Und wenn die monatlich ihr Geld holten bei der Kassa, da war immer ein Schrieb, wo die Namen stehen und wer alles schon das monatliche Gehalt abgenommen hat, am 31. Ja. So. Und Karajan hatte es monatelang stehen und hat es nicht abgeholt. Ja, der war ein sparsamer Mensch. Und wenn sie alle bei diesen Abstechern in den Orten in ein Restaurant gingen Mittagessen, ging er nicht mit, sondern er saß in seinem Auto und aß ein Butterbrot. Ja, ja. Und dann war der Frack innen total geflickt. Das Innenfutter. Also Karajan war ein sparsamer Mensch, wie er jung war. Und dann ging natürlich seine Karriere hoch rauf. Und er war ja sogar
hat man gesagt, zweimal in die Partei, in die Nazi-Partei eingetreten. Und meine Eltern sagten also, dass ein Parteiabzeichen, das lag immer auf seinem Schreibtisch mit dem Radiergummi und Bleistiftspitzer, schlag das immer alles zusammen. Das der gar nichts hat ihn gar nicht interessiert. Und da gab es einmal einen Interviewer, der hat ihn gefragt, warum sind Sie in die Partei eingetreten? Und da hat er gesagt, der Karajan den Interviewer gefragt, laufen Sie Ski? Ja. Fahren Sie mit dem Lift auf den Berg rauf? Ja. Warum? Na, da bin ich schneller oben. Er sagt, da sehen Sie. Ja. Ohne Parteimitglied hat man nichts erreicht. Ja, ja. Das ging nicht. Sonst hätte man nie eine Stellung bekommen. Ne? Ja. In der Zeit. Da wäre man noch nicht mal Lehrer geworden in der Volksschule, gar nichts. Ne? Gar nichts, ja. Nein, nein. Haben Sie während der Probe während Proben mit den Karajan, haben Sie da auch einiges mitnehmen können für später, was von ihm zu lernen? Also Karajan war derjenige, der am Klavier mit einem sehr viel probiert hat. Das machen ja wenige. Die machen vielleicht eine Klavierprobe. Aber Karajan hat mindestens 6, 7 oder 8 Klavierproben gemacht und hat jede Phrase ausgefeilt. Und jede Silbe wurde ausgefeilt. Und das ist natürlich, also das war einmalig. Er war ein genialer Interpret und ein genialer, auch sogar Regisseur. Also ich werde das nie vergessen, ich war ja verheiratet mal mit dem Walter Berry und der war nicht sehr groß. Und er hatte die Regie für Fidelio. Und jetzt ist der Walter Berry, ist also der Pizarro, also immerhin ein hochgestellter. Und der Kerkermeister, der war mindestens 3 Köpfe größer. Und jetzt hatte der Karajan, der ja auch nicht sehr groß war, gesagt, dass der, immerhin der Pizarro, darf nie aufschauen zu dem Kerkermeister, der ja eigentlich im Rang unter ihm steht. Das ist ja Kerkermeister, was ist das schon? Ne? Und er soll den Kopf ganz normal gesenkt halten und soll immer singen, also man kann es auch mit Reden machen, ja. Ein kleinerer Mensch soll unentwegt redend weitergehen. Dann muss der größere Mensch hinterherlaufen und sich hinunterbeugen, was er sagt. Also solche psychologischen Dinge konnte der Karajan wunderbar. Das hat er prima gemacht. Ja? Wir hatten ja viele Proben mit ihm. Also die Birgit Nilsson, wir haben immer gesagt, er hat schwarze Scheinwerfer, weil die Bühne war meistens schwarz. Und immer nur der gesungen hat, der kriegte einen Scheinwerfer. Und die Birgit Nilsson hat einmal auf einer Probe, hat sie sich so ein Kopfdingsbums angezogen vorne mit dem Schein, mit der Lampe dran, wie das sie, ich glaube, so. Bergarbeiter haben das oder sowas, aus Spaß, weil sie sagt, man sieht ja hier sonst nichts und so. Ja. Naja, das war Karajan. Aber auch zum Beispiel, ich sage eben, weil man immer denkt, er war arrogant. Er ist immer schnell weggegangen und schnell durchgegangen und alles dieses. Ich glaube, er war scheu. Er war scheu. Er ist ja auch nie mitgegangen, wenn zum Beispiel seine Frau, die Eliette, also wenn die nach den Vorstellungen im Goldenen Hirschen in Salzburg noch große Einladungen oder sowas hatte. Er war nie weg mit dabei. Er war immer weg. Okay. Und bei meinen Eltern eben, wie er zu Besuch war, bei dem österreichischen Essen zu Hause, da ist er auch so 11, 12 weggegangen und dann haben die anderen gesagt, nun bleibst doch noch ein bisschen da und so. Ne? Nein, sagt er, ich muss ja arbeiten, ich werde ja nicht vom Heiligen Geist beschattet. Er konnte alles, alle Opern auswendig, alle Symphoniekonzerte auswendig, er konnte alles auswendig. Man muss es lernen. Und er war ein ungeheuer fleißiger Mann. Nicht wahr? Der war ja schon morgens um 8:30 schon in der Oper. Ja, das war, da kann er nicht bis 2 oder 3 Uhr nachts feiern gehen. Das geht nicht. Ne? Es wird ja gesagt, dass er sehr perfektionistisch war von seiner Art zu arbeiten und vom Umgang her. War das für Sie manchmal auch irgendwie ein kleines Problem oder konnten Sie damit gut umgehen? Also im Grunde genommen sind alle Könner, wollen perfektionist sein. Ist ja selbstverständlich. Ich meine, jeder Handwerker muss Perfektion in seinen Möbeln haben. Nein. Also jeder Mensch muss Perfektionist sein. Und ich finde, das ist so abwertend gedacht. Es ist negativ gedacht, er war Perfektionist. Selbstverständlich war er Perfektionist.
Jeder Geiger muss perfekt spielen, jeder Klavierspieler muss perfekt sein. Ist doch ganz logisch. Aber eine Sache wollte ich noch erzählen. Ich hatte mal furchtbare Schwierigkeiten, wie jeder Sänger eigentlich, mal, also Krisen mit der Stimme. Ne? Und da schrieb er mir einen ganz, ganz lieben Brief mit dem Schlusssatz, also wenn irgendwas Schlimmes bei mir passiert oder so, der Schlusssatz war, wie Parsifal auch sagt, du weißt, wo du mich finden kannst. Also ich meine, das zeugt doch von einem sehr warmherzigen Menschen, nicht wahr? Ich meine, also das darf man nie vergessen. Nein, ich muss sagen, ein genialer Interpret, der ist unerreicht bis heute. Und ich meine auch der Herr Thielemann, der hat ja auch mit ihm studiert und so, der lässt ja nichts auf den Karajan kommen. Ne? Also nein, nein, kann man auch nicht. Wissen Sie, Karajan hatte ja auch, wie jeder Dirigent, der hatte sein Sängerensemble. Wir haben immer zusammen gesungen, das war die Gundula Janowitz, das war der Walter Berry, das war der Wunderlich oder Schreier und ich. Wir haben die Symphonien und die Oratorien und so weiter. Wir kannten uns, wir waren eine Familie. Und er war eben, wie soll ich das ausdrücken? Wenn einer nicht gut bei Stimme ist, hat er das gemerkt. Und dann wusste er, wo die schweren Stellen sind. Entweder wurde er ein bisschen schneller oder ein bisschen langsamer, dass man besser atmen konnte. Er hatte das im Gespür. Das war wunderbar. Er hat nicht einfach seine Sache dirigiert. Er sang mit den Sängern mit. Das war ungeheuerlich. Die Mirella Freni hat gesagt, mit ihm würde sie auch den Sarastro singen. Nicht wahr? Also man konnte mit ihm alles machen. Er hat sich eingestellt. Also zum Beispiel, ich bin Mezzosopran und ich sang den Fidelio, ein reiner Sopran. Und ich hatte nicht diese große Stimme wie zum Beispiel die Birgit Nilsson oder die Fidelio singen. Da hat er das Orchester auch so spielen lassen, dass meine Stimme über das Orchester kommt. Dann kriegte er vielleicht mal eine schlechtere Kritik, das wäre kein Beethoven gewesen oder sonst was, weil er mir geholfen hat. Weil was wichtig ist am Abend, ist, dass eine gute Aufführung zustande kommt, ein homogenes Ganzes. Nicht, dass man sagt, mein Orchester ist besser und die Sängerin ist schlechter oder die Sängerin ist besser und das Orchester ist schlechter. Es muss ja alles schön zusammenkommen. Und das war Karajans Stärke, das war wunderbar. Ne? Ja, natürlich. Es spielt, also zum Beispiel gibt es im Lied von der Erde eine Stelle, da hört ein Solo-Cello auf mit einem Ton und die Altistin fängt mit demselben Ton Solo wieder an. So, da sagte er zu mir, Christa, schauen Sie mal, hören Sie sich den Ton vom Cello an. Diesen Klang vom Ton sollte ich ungefähr nachmachen können mit meiner Stimme, dass es ineinander überging. Ja, das sagt doch heute kein Mensch mehr. Ja, das war Karajan. Ja, das war toll. Ja, das war wirklich toll. Ja, das war wirklich toll. Ja. Und ich weiß auch, Frau ohne Schatten, da ist ja doch diese Stelle, also wenn man Frau ohne Schatten kennt, weiß man das, die Frau, die den Schatten hat, die Färbersfrau, verkauft ihren Schatten auf dem Markt oder will es verkaufen. Also, und dann, ja, sie hat es, glaube ich, verkauft. Ja, sie hat es verkauft. Und dann kommt im kommenden Ensemble, sie wirft keinen Schatten, sie wirft keinen Schatten. Und er hatte die Regie. Da haben wir ja tagelang, wurde ja probiert mit dem Elektriker, wenn man immer Schatten auf der Bühne geworfen hat, plötzlich war kein Schatten mehr da. Das ist die Schwierigkeit. Und jetzt war ich in Frau ohne Schatten hier, da steht die Färbersfrau in einer Ecke in der Mauer, in einer Ecke, und dann sagen sie, sie wirft keinen Schatten. Naja, die steht sowieso in der Mauer, da hat man keinen Schatten. Also, aber ich meine, auf diese Sachen hat er Wert gelegt. Und das, also ich meine, ja Gott, ja. Kommt nicht wieder. Bis jetzt haben wir keinen Karajan. Ist ja auch einzigartig. Ja, natürlich, ja, sicher. Aber das Talent ist da und der Fleiß ist da. Das gehört zusammen. Und damit hatte er natürlich, wie er 50 Jahre alt war,
hatte er ja eine ungeheure Macht. Er war Chef, also oder Chefdirigent, ich weiß nicht, ob er schon Chef war, denn von den Berliner Philharmonikern, Wiener Philharmoniker, er hatte die Wiener Staatsoper, er war in London mit dem schönen Orchester, die London Philharmonia hieß das Orchester, dann war er an der Scala, er hatte 5 Hauptstädte, mit TT, mit 2 T geschrieben, Hauptstädte, wo er ein Netz hatte an Macht. Ja, nicht wahr? Und das war natürlich fabelhaft. Also wer hat das schon? Ich meine, er hat verbunden, wie der Voltaire schon gesagt hatte, man darf nicht nur Künstler sein, man muss auch Geschäftsmann sein. Und er hat das auch sehr clever verbinden können. Er war Geschäftsmann und war Künstler. Oder er war Künstler und auch Geschäftsmann, soll man lieber so sagen. Und das ist natürlich auch Talent. Es ist viel Talent. Man braucht auch Talent zum Leben und er hatte Talent zum Leben, obwohl ich sagen muss, dass ich glaube, die Ehefrauen, also jetzt die Eliette und früher war es die Frau, wie hieß sie noch, Anita, und ganz früher, ich kannte ja noch die allererste Frau, die war Operettensängerin in Aachen, Elmi Holgerlöf, und die war eine entzückende, ganz süße, also ich habe die geliebt als Kind, also Operette, ja, und so, und er hat am wenigsten von seinem Reichtum gehabt. Der hat ja nur gearbeitet. Ne? Da hat er eine Yacht gehabt, also wunderbar. Die Yacht, die lag unten in Cannes oder in Nizza, lag. Denn da hat er 8 Tage, glaube ich, im August Ferien gemacht von den Salzburger Festspielen, weil er eine Regatta war. Also schön, das hat er mitgemacht. Dann hatte er verschiedene Häuser in St. Moritz oder in Salzburg oder wo, und verschiedene. Ja, aber er war ja nie da. Er war ja unentwegt auf Proben. Der hat ja nur gearbeitet. Die Familie hatte was davon, aber er nicht. Er hatte nur, wie soll ich sagen, die Genugtuung, auch ein Machtmensch sein zu können. Er hatte kolossale Macht im Business von Musik. Ja, aber das hatte er nur gehabt, weil er so viel konnte. Nämlich, wenn man nur Macht hat, ohne dass man was kann, das geht wieder nicht. Ne? Ja. Das stimmt. Ja. Nein, es war schon eine sehr schöne Zeit mit ihm und ich möchte das nicht missen. Ja. Wunderbar. Ja, schöne Erinnerungen. Ja, und das hat also jeder von uns, meine Kolleginnen, die mit ihm auch viel gemacht haben, wie zum Beispiel die Gundula Janowitz oder die Vreni, also, ja. Das ist unser lieber Gott, ist das, nicht? Ja, da hat man mich einmal gefragt, irgendeiner, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, der das Buch geschrieben hat, ein dickes Buch über Karajan. Es war nicht der Löbel und es war auch nicht der Endler, es war noch ein anderer. Dickes Buch über Karajan. Und da sollte ich irgendwie vorher was schreiben über die verschiedenen Dirigenten. Und da habe ich irgendwie geschrieben, also der Scholti ist sehr ungarisch und der Böhm war, ich weiß nicht, pragmatisch oder so. Und der Karajan und Bernstein war sehr emotional oder was. Und beim Karajan habe ich geschrieben, das war der liebe Gott. Also wenn zum Beispiel Karajan mit uns im Flugzeug saß, wussten wir, dass wir gut ankommen und nicht runterfallen werden vom Himmel. Er hatte ein Charisma, dass man sagt, da kann nichts passieren, der Karajan ist ja da. Das Charisma ist, das ist angeboren, ist auch Talent, ja. Ja, ja, ja. Ohne Charisma ist nichts, ja, ja. Und das war sehr nett, wie der Bernstein denn hier ankam in Wien und beide hatten sie das Charisma. Und jetzt war das sowas wie Tebaldi und Callas oder Fischer-Dieskau-Prey und Karajan und Böhm, also das war immer Karajan und Bernstein. Und die brauchten nur ihre Nase rausstrecken, wenn sie auf die Bühne kamen, da war das ganze Volk war schon auf den Beinen und jubelte, nicht wahr? Das ist, ja, ist auch Talent, ja. Angeboren, ja. Wie Sie das Talent hatten, eine große Sängerin zu sein. Ja, das gehört auch Talent dazu und es gehört, ist immer Fleiß, ja. Es ist, ich meine, wenn ich mir vorstelle heute, dass ich ja sicher über 200 Gedichte auswendig konnte, bei den Liedern, ne? Und die ganzen Opern dazu. Das war, bis ich aufgehört habe zu singen, war es ja nur lernen, lernen, lernen. Es ist ein ungeheurer Fleiß, der dahinter steckt. Ohne das ist es nichts. Ne? Da gibt es in New York
Da gibt es diese berühmte Carnegie Hall, da hat ja der Isaac Stern gesagt, das ist kein Konzerthaus, sondern das ist da die Heimat für die Künstler. So wie der Musikverein, ist auch eine Heimat für Künstler. Und da gibt es ein T-Shirt, da steht vorne drauf, wie komme ich zu Carnegie Hall? Und da steht hinten drauf, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Naja, klar, es hat was mit Fleiß und Arbeit zu tun, der ganze, eigentlich für jeden Beruf. Das ist nicht nur der künstlerische Beruf, das ist jeder Beruf. Entweder man erreicht es durch Vitamin B, sagt man, nicht wahr? Aber das hält nicht lange. Und ein echter Lebenslauf, eine sogenannte Karriere, ich hasse das Wort Karriere, in jedem Beruf ist Arbeit. Ob das der Lagerfeld ist oder die Dior war, es ist völlig egal. Es ist Arbeit. Ja. Und Karajan auch. Das sind doch schlaue Worte jetzt zum Schluss. Ja. Vielen Dank. Bitte, bitte. Für Ihre Zeit, die Sie uns gerne. Gerne, gerne.